Hallo Leute, ja, wir sind hier wieder im Parworld und das gefrorene Ei ist vor uns, das brüten wir mal aus und dann schauen wir, was da rauskommt. Und dann schauen wir mal weiter, wie es weitergeht. Wie hat das Licht der Welt erblickt und da können wir noch eins wieder reinstecken. Ich habe aber schon ein bisschen aufgeräumt, wie ihr seht. Dieses braucht jetzt noch 5 Minuten, bis es schlüpft und dann schauen wir mal nach dem Logo weiter, wie es, was wir weitermachen, ne? So, jetzt bin ich natürlich nur durch die Steine gelaufen, das heißt, ich muss die gerade noch loswerden. Da haben wir aber auch reichlich von. Da nicht so viele Eisenerz ist jetzt fast alle. Kann ich noch irgendwas ablegen? Nicht wirklich, ne? Ja, die Kisten sind doch alle voll. Ich muss aber noch zwei Sachen haben. Das heißt, ich müsste eigentlich eine Kiste bauen, ne? Wo stellen wir die denn hin? Da in der Ecke. Das war die Eisentruhe, ne? So, die baut schon einer. Ich kann unterstützen, vielleicht wird es ja dann schneller. Jetzt baut die keiner mehr, na super, muss ich sie alleine bauen. Ja, danke für keine Hilfe, ne? Fertig, die Nägel da rein. Ne, die Eier wollen wir mitnehmen, aber das hier kann noch weg und das kann auch noch weg. So, den Rest nehmen wir mit. Was ich noch gucken wollte, ist, ob wir schon fertige Munition haben. Wohl nicht. Da auch nicht. Nein, wir nehmen keine Steine mit. Gut, dann geht mal die Reise los. Und wir waren zuletzt hier oben irgendwo. Wo ist denn hier der Schnellreisepunkt? Ja, eigentlich wollte man hier mehr entdecken, aber wir gehen mal dahin, denke ich dann. Bambuslager. Mal kurz die Karte. Ja, die Richtung ist nicht verkehrt. Gehen wir da erstmal lang. Ah, das ist Armbrust, das glaubt ganz gut. Hier ist doch noch so ein Lager, da ist auch noch ein Wilderer. Ich glaube, wir haben gerade nicht so die richtige Waffe in der Hand. Da kriegen wir nämlich gerade einen richtig auf den Sack. Okay, das war jetzt nicht so das richtige Ziel. Ja. Welche Waffe haben wir denn in der Hand? Sollten vielleicht mal die Schrotflinte nehmen. Dafür vielleicht. So, wer ist das? Wilder Unterdrücker, den kenne ich ja noch gar nicht. Das dauert ja ewig zu stopfen, ne?
Der war aber schon ordentlich, ne? Okay. Sind sie alle weg? Ich glaube schon, ne? Können wir hier noch was aufsammeln? Ja, ne? Ist hier oben was Besseres bei dem Dicken? Nicht wirklich, ne? Gucken wir noch mal ins Lager. Ob da noch welche sind, aber ich glaube nicht mehr, oder? Hier wurde so viel gekämpft, da ist keiner mehr, oder? Wohl nicht, aber wir können hier jemanden befreien. Bristler. Ich weiß gar nicht, ob ich schon eine Bristler habe. Ja, doch eine. Tja, hier ist nichts los dann. Einmal Karte. Das ist die falsche Richtung. Wir gehen nach rechts. Was ist da hinten? Da stehen noch zwei. Oder? Aber hier geht's runter, ne? Ja, das ist was anderes. Wir hier weiter. Ich glaube, in die Richtung können wir noch ein bisschen was aufdecken. Naja. Da hinten ist eine Figur. Loop Moon. Das Ding trifft mich, glaube ich, so oder so. Könntest du mal schießen? Okay, das hat nicht geklappt. Da war die Waffe zu stark für. Dann haben wir so eine Statue. Wo lang? Wir sind weiter rechts. Also da hoch im Prinzip. Wo ist der da hochgekrabbelt? Kommen wir da hoch, ohne runter zu stürzen? Ja. Wilderer Rocky und zwei davon. Oder auch drei, aber die schlafen doch nicht jetzt hier, oder doch? Krieg ich nicht. Interessant, ne? Hier pennt auch noch einer oder was? Ne, der ist keiner mehr. Keine Bedrohung mehr für die Umwelt. Ist das? Nix. Einer Remis. Dann ist eine Figur. Können noch ein bisschen nach rechts gehen, ne? Hier geht es auch wieder so eine Spitze hoch, oder? Rechts ist ein
Incognito. 15. Das ist auch einer. So verschwunden. Da ist er. Kommt aber wieder raus. Kommt wieder raus. Andere Kugel nehmen. War eine grüne. Shit. Shit. Jetzt klappt es aber auch nicht. Ich glaube, den habe ich noch nicht, oder? So wie es aussieht, nicht. Habe ich noch eine bessere Kugel? Ich glaube nicht, oder? Ah, geht jetzt. Level 18. Komm, zeig mir an, ob ich schon einen habe. Aber ich glaube, ich habe keinen. Das ist der erste. Hungrig sind wir jetzt. Das war jetzt nicht so toll, den reinzuschmeißen. Wieder in die blauen, das ist schon mal besser. So, dann weiter gucken. Hier ist eine Schlucht, oder? Komme ich darüber gesprungen und dann? Gute Frage, ne? Dann hochgeklettert. Sieht gut aus, oder? Da ist was Blaues, das bringt mir nichts. Da ist was Grünes. Und was ist hier für eine Schlucht? Da oben ist noch eine Figur. Waren wir schon mal richtig hingelaufen, ne? Noch so eine Statue. Und da hinten sind noch ganz viele, ne? Wenn ich jetzt hier rüber segel, tja, dann wird es bestimmt schwierig. Da unten, die müsste ich doch kriegen, oder? Da ist noch einer. Soll ich mal einmal hochgucken? Manchmal ist ja hier noch ein versteckt. Da sind wir schon mal bei der, ne? So, jetzt ist nur die Frage, ob ich da hinten rüben hinkomme, ne? Da oben war sie ja irgendwo, da ist sie. Wenn ich jetzt hier schwimme, dann werde ich vielleicht sterben. Aber wenn ich hier segel, dann schaffe ich es dann darüber. Erstmal Karte. Okay, da drüben waren wir auf jeden Fall noch nicht. Mal gerade da gucken, ob es da irgendwo besonders einen Übergang gibt. Wahrscheinlich nicht, ne? Nicht so wirklich. Es sieht jetzt auch nicht so aus, als ob ich da irgendwo eine Chance hat anzulanden, ohne. So ein bisschen den Bammel. Dass ich da nicht hochkomme. Komm, no risk, no fun, oder? Da schwimmt der schon mal ziemlich schnell, aber ich glaube, da haben wir kein Problem mit.
Da haben wir kein Problem mit. Ich dachte, es wäre schlimmer. Und hier war schon die Statue, glaube ich, ne, oder? So. Nochmal das Kärtchen. Hier ist irgendwas. Weiß aber nicht was. Schauen wir mal, dass wir da hochkommen, ne? Und rechts war auf jeden Fall noch eine Statue, ne? Und da ist noch so ein komischer Turm. Ja. Da ist auch noch eine Truhe. Pfeile, Goldmünzen und kleine Palseele. Dann gehen wir da erstmal hin, oder? Schauen, was uns der Turm bringt. Mondsichelstrand. Da sind auf jeden Fall irgendwelche Typen. Wieder ein Fehlschuss gewesen, glaube ich, ne? Der war's. Der war's auch. Ich glaube, sonst ist keiner mehr da und die sind noch lieb zu mir, oder die Schmetterlinge? Aber aufsammeln, doch bei dem konnte ich was aufsammeln. Pfeile. Ja, dann müssen wir mal gucken, was da oben am Turm zu gucken ist, oder? Oh, der ist aggro. Na dann wollen wir mal gucken, wer hier der Stärkere ist. Schon kaputt. Der ist der lieb oder nicht? Der ist nicht lieb. Jetzt habe ich die einzige gelbe Kugel gerade geopfert. Und dann ist er noch nicht mal da drin. Den kriege ich tatsächlich. Einen zweiten Robin Quill haben wir jetzt. Tja. So, mal kurz den Turm angucken, was da Sachlage ist. Ein Eingang oder nicht? Oh, da hinten ist schon wieder ein Böser. Der ist so kaputt gegangen, okay. Kriegen wir den hier noch? Ja. Goldmünzen. Tja, einen Eingang gibt es hier wahrscheinlich nicht, oder? Aber eine kleine Palseele.
Sieht ja aus, als ob das hier was wäre, ne? Aber ist wohl nix. Also ich gehe davon aus, dass da oben was ist. Hier komme ich schlecht hoch. Oh, da war keine Ausruhstufe. Das wird knapp. Hat aber gereicht. Okay. Wie hoch ist denn der noch? Nicht mehr viel. Oh, das ist schlecht, hier lang zu gehen. Da gehen wir gleich runter, das macht keinen Sinn. Da geht's aber. Okay, hoffentlich schaffen wir das. Das wird knapp. Das wird ganz knapp. Und das ist tot, oder? So hoch war es gar nicht hier, oder was? So ein Shit aber auch. Voll doof, ne? Wie kommt man denn hier am schlauesten hoch? Hier waren wir schon, oder? Hier sind wir schon mal hochgegangen. Das klappte vorhin auch schon, oder? Weil hier sind wir schon mal gewesen. Dann sind wir da hoch. So, und wie sind wir jetzt hier weiter? Wir müssen doch noch da, ne? Halt, stopp, du sollst andersrum laufen. Wieso muss ich dir nach links zeigen, dass der nach rechts hoch geht? Was macht denn der jetzt? Meine Dingens. Ja, jetzt geht er richtig. So, wie kommen wir weiter hoch? Na, da.
könntest du einfach da mal runtergehen, ohne dass du jetzt hier so. Ich muss ihn runterfallen lassen, glaube ich, damit das klappt. So, und jetzt, wie kommen wir jetzt da hoch? Kann ich nicht verstehen jetzt. Man sieht das blöderweise auch nicht, ne? Wie man da weiter hochkommt. So, jetzt ist er nicht mehr weit. Jetzt pass auf, jetzt ist das alles umsonst. Hier ist nix. Ist gar nichts. Doch, da ist ein Ei. Na dann, ein heißes Ei. Dafür sind wir jetzt hier hochgekraxelt. Meines Erachtens wäre da vorne noch irgendwo noch so ein Teil gewesen, so ein grünes. Das da war, weiß ich jetzt natürlich nicht. Da ist ein Lager. Hier nochmal gucken, da hinten sind auch noch so grüne Sachen. vier Meter in dieser Richtung ist ein Dingenspunkt. Haben wir den schon? Ne, dann sollten wir den vielleicht mal nehmen. Runterfallen ist wohl einfacher, ne? Ja, komm, zack. Einfach hier mal weiter, ne? Mal die Statue hier lang. Da ist er. Dann nehmen wir erstmal die Statue ein. Gut, dann würde ich auch sagen, machen wir erstmal hier wieder einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Nachdem ich aufgeräumt habe, komme ich hier wieder hin. Ne? Bis dann. Ciao.